So, wir stellen erstmal, hier wurde gerade eine Frage gestellt, erstmal, wie das ist mit dem Gebet in Schuhen. Erstmal, es ist eigentlich Sunna, im Schuhen zu beten. Das ist aber eine Sunna, die weit verloren gegangen ist. Der Prophet a.s. hat gesagt, dass man die Juden in dieser Sache sinngemäß sich dienen, also, weil die nicht in Schuhen beten, man soll selber in Schuhe beten. Und wenn das zur damaligen Zeit Sunna war, ist es auch jetzt Sunna. Und der Prophet hat auch in Schuhen gebetet, a.s. Und einmal im Gebet kam der Engel Jibril und hat ihm gesagt, dass an einem Schuh etwas Unreinheit ist. Da hat er im Gebet die Schuhe ausgezogen und hinter ihm, die Gefährten, haben auch die Schuhe ausgezogen. Und haben gedacht, im Gebet wäre ihm jetzt befohlen worden, neue Regel, dass die Schuhe nicht angezogen werden dürfen im Gebet. Dann hat der Prophet a.s. danach gesagt, dass Jibril kam und ihm gesagt hat, dass eine Unreinheit am Schuh ist. Das heißt auch, wenn man im Gebet merkt, dass man eine Unreinheit hat an irgendetwas am Körper, an der Kleidung, dann kann man diese Unreinheit entfernen und weiter beten. Ja? Wenn man aber nach dem Gebet merkt, dass man im Gebet eine Unreinheit hatte, dann ist das Gebet ungültig und muss das komplette Gebet wiederholen. Aber im Gebet, man muss nicht das, was man bis dahin gebetet hat, wiederholen. Im Gegensatz zu einigen Gelehrten, die das sagen. Ja? Weil dieser Hadith sahih ist. Das heißt, in Schuhen beten ist eigentlich die Sunna. Unter der Voraussetzung, dass an den Schuhen keine Unreinheit ist. Und mit Unreinheit ist nicht Staub gemeint oder Erde gemeint oder Matsch gemeint, sondern mit Unreinheit ist gemeint Blut, Alkohol, Kot, Urin etc. Ja. Und das bedeutet nicht, dass man jetzt genau gucken muss und genau, weil zur damaligen Zeit die Leute sind auch gegangen. Da hat keiner, da gibt es keinen Hadith, ja, die haben 100 Jahre geguckt und erstmal die Schuhe inspiziert. Wenn man nicht sieht, sieht man nichts. Ja, dann ist auch nichts dran. Ja. Okay? Also nicht, dass jemand denkt, er müsste dann erstmal eine halbe Stunde im Mikroskop die Schuhe betrachten, ob da irgendwie, ja, vielleicht könnte ja doch etwas dran sein. Okay? Das ist eigentlich die Sunna. Aber natürlich, wenn du heute in die Moschee mit den Schuhen reingehen würdest, dann fliegst du wahrscheinlich so schnell wieder raus, wie du reingegangen bist.